Hallöchen-Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Wir sind dabei, die Insel Zypern komplett einzunehmen. Korunta muss hier aber leider noch zwei Runden belagern, bis die Belagerungsgeräte fertig sind. Dann können wir hier stürmen. Dann sind hier drüben die Scherben gelandet. Ich meine, die ist jetzt zwar nicht stark, weil da nichts drin ist in der Festung, aber man gut, dass die da ist. Da kommt er da erstmal so leicht nicht dran vorbei. Da müssen wir mit unserer Armee mal rüber und vor allem auch noch rekrutieren. Wir müssen unbarmherzig sein. Und dann habe ich den Sound ein bisschen runtergestellt. Chris hatte das im letzten Video unten drunter geschrieben in die Kommentare, dass der Ton ein bisschen leiser sein müsste, damit man mich besser versteht. Könnt ihr bitte mal auschecken, wie das ist. Ich habe es jetzt ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe mal, das passt schon. Dann gönnen wir uns hier erstmal den Bonus. Alle werden erzittern. Ja, eigentlich egal. Ich glaube, der kommt hier nicht an uns ran. Dann nehmen wir uns den Bonus noch mit. Ich bin nur euer sterbliches Werkzeug. Und auch wenn euch irgendetwas anderes aufhält, könnt ihr immer gerne unten in die Kommentare reinballern. Wenn ich die Macht dazu habe, das zu verändern, was euch stört, dann mache ich das gerne für euch. Ja, da gehe ich aber noch nicht hin. Eigentlich wäre es mir am liebsten, er würde mich jetzt nicht so richtig sehen, aber ich muss ja rekrutieren. Also von daher, vielleicht so ein Stück weiter weg. Die Reise geht weiter. Weil also die Waschascha, als sie hier gelandet sind, die haben ja auch hier rekrutiert. Nicht, dass er meine Armee sieht und dann sich hier noch welche nachrekrutiert. Der soll bei seinen Einheiten da bleiben. So, wir rekrutieren jetzt. Oh, und jetzt hat er auch seine Eigenschaft. Hoho, gleich mal zweifach Silbertruppen, die neu sind. Ich werde eine reiche Ernte einfahren. Da kriegst du erstmal drei mehr. Lala. Dann können wir auf jeden Fall noch an den Hof. So, da ist auf jeden Fall eine Stelle frei geworden. Wir haben 27 Legitimationen. Darf ich allerdings nicht beanspruchen. Ich bin so ganz ehrlich. Ach so, Mensch, weil kein Horus geleitet ist. Ja, Borbix, erstmal überlegen. So, dann stellen wir jetzt hier unsere Anfrage beim Kommandanten und senken mal ein bisschen den Armeesold. Die Schwerteinheiten sind halt auf jeden Fall teurer. Dann haben wir den mitgenommen. So, jetzt könnten wir auf jeden Fall noch Außenposten bauen oder aber Siedlung verbessern oder bauen an sich. Welche Siedlung war das? Die hier. Könnten natürlich auch unser Bronzeeinkommen noch ein bisschen erhöhen. Aber wir haben noch hier die Fischgründe. Dann machen wir hier die Siedlungsverbesserung. Da können wir nämlich auch die Fischgründe verbessern und schon haben wir mehr Futter. Ich bin ein schlechter Hirte. Und zack, sind die offenen Aufgaben auch weg. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir die Runde abschießen. Der geht erstmal wieder auf Wasser. So, was möchte er denn? Der würde mir auf jeden Fall Nahrung geben für 9 Runden. Möchte 161 Steine pro Runde haben. Nein, ich habe doch kaum welche. Ich bin ganz ehrlich, also die 9 Bronze, ja, das wäre noch akzeptabel. Aber die Steine, nein. Aber können wir es ja merken. Abdosier sieht man ja halt auch relativ selten mit den Steinen. Ich meine, jetzt am Anfang des Games schon noch. Nein. Also der war hier und ist nach Süden gefahren mit seinem Schiff. Der hat auch ein relativ gutes Angebot. Der führt mir aber eigentlich hier mit viel zu vielen Leuten Krieg. Und da wir Bronze im Moment Minus machen. Nein, mach ich auch nicht. Auch wenn ich Futter brauche. Das krieg ich schon irgendwie alleine hin. Aha. Wo will er hin? Ich meine, die sind, glaube ich, da gerade noch mit in den Bürgerkrieg involviert.
So, was haben wir denn hier als neue Bestrebung? Einmal mit Stein. Gewinnt eine Schlacht. Das ist ja wahrscheinlich schön zu erledigen. Ja, das hätte ich auch gerne nehmen. Aber noch sind wir nicht auf dem Weg, irgendwie Gold einzunehmen. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Nahrung. Was ist dies? Begierig? Oh, Moral nach oben. Nahkampfwaffe, Nahkampfakre. Oh, herausnehmbar. Vor allem, das schaffen wir in 10 Runden auf jeden Fall. Schon alleine wegen der Stadt hier auf Zypern. Aber jetzt ist die Frage, wo er hingebrettert ist. Ja, irgendwie so das Gefühl, dass er hier runter will. Könnte natürlich auch noch mal ganz kurz bei Diplomatie gucken. Die Scherden, die waren ja hier unten. Ne? Iolaos, nehmt ein wenig nicht vergifteten Wein. Aha. Und redet. Guckt euch das mal Lasst an. Mich nur erst mein Schwert holen. Der ist jetzt schon im Plus beim Friedensabkommen. Ich bin ganz ehrlich, ey, das nehme ich erstmal. 3,9, das ist auch nicht schlecht. Ja. Nahrung können wir sowieso gebrauchen. Was geht denn hier bei dir? Okay, 350 war sehr übertrieben anscheinend. Ja, 150 ist auch schon scheiße. 110. Ja, mit mehr Runden wird er nur unzufriedener. Gucken wir mal, Gold raus. Schade. Bronze? Oh ja. Immerhin noch zwei. Eine Abmachung. Kein Blut vergießen. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann brauchen wir uns um Tier erstmal keine Gedanken mehr machen. Weil, also ich hab's halt im Gefühl, ne? Der ist hier auf See gegangen. Wenn wir jetzt keinen Frieden gemacht hätten, dann wäre er vielleicht hier irgendwo gelandet. Ja, dann hätte er mir meine schöne Bronze geklaut. Ich bezwinge sie. Nur die Armee sieht auch schon gar nicht so schlecht aus, aber da die jetzt erstmal weg sind, rekrutieren wir dann auch erstmal nicht. Da ich nicht weiß, was da drüben abgeht. Das ist auch nur ein Handelsposten. Meine wir gehen Hand erstmal wieder rüber. Sich schon stärker an. Ah ja, Beobachtungsposten ist auch fertig. Boah, mach ich erstmal dahin. Eine Runde müssen wir noch warten. Was geht am Hof? Was konnte der hier? Der Gesetzgeber? Das war das mit den Bauarbeiterlöhnen. Der oberste Richter. Erhalte sofort die Gelegenheit, eine Entscheidung in einem Rechtsfall zu treffen. Tja, wenn ich wüsste, was es ist. Okay, das ist der hier mit den Verbindungen. Wo wir dann mehr, mehr Hofaktionen machen können. Dann tratschen wir doch mit dem das mal ein bisschen. Das ist also der Ort, an dem in Chatti alles besprochen wird. So, das haben wir. Wir haben wieder ein paar Steine. Da würde ich doch mal sagen. Da ist der Handelsposten. Dann kriegt ihr jetzt hier erstmal einen Handelsposten. Dann hat sich's mit den Außenposten noch erledigt. Keine Steine mehr. Hier geht nichts. Erinnerungen sind leer. Runde abschießen. Naja, quasi, als wenn ich es nicht gewusst hätte, ne? Das ist halt trotzdem bei meiner Stadt. Aber wer weiß, vielleicht geht er ja auf der anderen Seite wieder auf See. Und da ist auch schon unser Hofskleid. Schon wieder eine Hofentschädigung. Ich bin ganz ehrlich, da ich kein Gold habe, ja. Diese Verfügung stellt keine Beeinträchtigung für mich dar. Korunta ist da noch beschäftigt. Hier hätte ich lieber einen, der das alles noch bewacht. Für Ruhm und Ehre. Der ist auch wieder voll.
Ort. Du läufst hier Patrouille. Kann ja meinen Schaden. Wenn wir gleich wieder aufhüllen. Wenn mir hier einer den Krieg erklärt, können wir schön Hinterhalt legen. Vorrücken! Ah, 900 minus an Nahrung. Nö, dann rekrutieren wir noch nicht. Er braucht ja auch schon nur noch 4 Einheiten, bis er voll ist. Wie gesagt, ne, Digga, ihr schön wieder auf See gehen und mach dich mal weg. Lauft, wenn so, ihr könnt. Wir brauchen natürlich auch mal wieder eine Schlacht, würde ich sagen. Ne? So viele Einheiten hat er ja nicht mehr. Die sind auch hart angeschlagen. Dann stürmen wir hier unsere erste Schlacht in dieser Korinther-Kampagne. Und da sind wir soweit, die ersten Mauern zu stürmen. Wie wird das Wetter? Trocken und dann Sturm. Ja, warum nicht? Ich finde den Sturm geil. So, wo ist denn unser Loch? Hier ist alles mit Felsen, da geht sowieso nichts. Ich rieche ihre Angst bis hierhin. Oh lala, ich schieße aber ganz schön weit. Da ist auf jeden Fall schon mal unser Loch. Oh, selbst das kleine Ding hier ist ein Turm. Scheiße. Oh, hier ist auch alles gut abgedeckt. Das sind keine Türme, aber die sind noch durch den Turm abgedeckt und durch den. Hier ist noch einer. Naja, vielleicht schon mal eine Option. Die sind zwei. Ja, dann sind wir schon einmal rum. Da würde ich doch sagen, dass das hier ausgerechnet auch einer ist. Und selbst der hier, ich weiß ja nicht, ob der hier so durch die Mauer schießen kann. Da würde ich sagen, hier stellen wir erstmal nur so zum Fake hin. Und drüben auf der anderen Seite starten wir dann in den Angriff. Da drüben nehmen wir auf jeden Fall den Turm mit. Und eine Leiter. Hier schießen sogar die beiden Türme, die könnten noch hier rüber schießen. Leichten Truppen nehmen wir auch hier mit hin. Aber, nee, warte mal. Schwerter! Ah doch, das ist die Elite, die will ich auch mit rübernehmen, das ist schön. Die dreimal hier. Ne, warte mal. Die ist noch angeschlagen. Okay, die sind auch alle angeschlagen. Dann wirfst du das mal ab. Soldaten von Khati! Die nehmen wir gleich mit rüber. Schwerter! Komm. Der Sieg erwartet uns! Kommst du damit in die Gruppe? Sie verstecken sich hinter ihren Mauern. Der Sieg erwartet uns. Ja, Für Ruhm und Ehre. Wir lassen das auch mal fallen. Die würde ich gerne erst als zweites die Mauer hochschicken. Gehst du mal in den Turm und auf Position. Du mal an die Leiter. Wir werden sie zur Schlacht zwingen. Warte mal, die hier war das. Oh, du gehst mal in der Nähe des Turms hoch. Zeigt ihnen, dass sie uns nicht aufhalten können!
Du gehst da hoch. Die Elite kommt hier mit hin. Na, die. Euch einmal Steinschleuderer. Sie haben keine Chance, uns abzuwehren. Und für euch auch. Der Sieg erwartet uns. Das Gemetzel wartet. Seht, sie verkriechen sich wie Feiglinge. So, dann sind wir fertig und können die Mauern stürmen. Also hier hat er Schildträger. Wieso hab ich die Der hier vergessen? Sieg erwartet uns. Mann, Wormix, bist du blöd. Naja, komm, die lassen wir da. Ich denk mal, die brauchen wir nicht. Klettern! Soldaten von Khati! So, du gehst da ran. Du gehst da vor. Niemals aufgeben! Für Ruhm und Ehre! Turm schießt bis da. Stellen wir den Scheißschleuderer mal hin. Bewegung! Im Namen Khatis! Verliert keine Zeit! Na, hoffe ich mal, dass wir den Turm schnell einnehmen. So, bis die Steinschleuderer schießen, erstmal ein bisschen Schub. Ah, sie sind noch nicht richtig dran. Es muss geschehen. Ein bisschen geht eigentlich noch. Hier so auf der Seite. Vorwärts, Arsch! Komm, noch ein bisschen Schub. So, da fangen sie auch schon an zu ballern. Die auf jeden Fall schon mal ein paar Hits, wenn unsere Infanterie hier hochkommt. Na, wenn die dann geschlagen haben, dann haben wir erstmal Frieden. Kein Krieg. Können wir uns in Ruhe überlegen, wo wir angreifen. Nächstes Ziel sollte natürlich auf jeden Fall die Goldregion sein. Auf jeden Fall haben wir dann nach der Schlacht hier schon wieder unsere Bestrebung erfüllt. Sehr nice. Ja, ein bisschen können die Steinschleuderer noch schießen und dann machen wir es aus. Haben sie die eigentlich durchs Update verändert? Schießen die jetzt auch mal nach innen? Ist möglich, ne? Hier sind auf jeden Fall Schlitze. Das dürfte eigentlich relativ schnell gehen, ne? So, Feuer frei. Aus! Keine unnötigen Schüsse! Er geht auch schon mal vor. Ich bin ganz ehrlich, ey, bei der Elite warte ich lieber noch ein bisschen, damit die keine Hits hier vor dem Turm kriegen. Da kommen meine Jungs hoch! Die sind auch draußen. Ganz kurzes Päuschen. Jetzt bringen wir die Elite nämlich doch ran. So, ihr geht mal da lang. Und weiter. Sie greifen an! Soldaten von Khati! Ja, Fahne ist schon relativ weit unten bei ihm.
Wir sind erschöpft. Ja, meint er sogar meine mit? Pflichtbewusst. So, Duma Rufta. Er klimmt die Mauer. Duma Rufta. Der Sieg erwartet uns. So, ihr geht schon mal runter. Marschiert, Brüder. Steinschleuderer mal ran. Gucken, wann er hier irgendwie verschiebt. Da hinten ist auf jeden Fall Bewegung. So, die sind unten und könnten eigentlich ganz gerne mal da von hinten kommen. Eine Eroberung für Khati. Ja, die Elite ist zum Glück nicht müde. So, die Truppe ist gleich da. Aber ihr habt nach oben. Haltet die Mauer! Für die 1000 Götter! Schneller jetzt! Zeigt ihnen unsere Kraft! So, Steinschleuderer können schon mal da auf die Mauer. Für Macht und Ruhm! Erklimmt die Mauern! Ja, die haben wir schön eingekesselt. Das dürfte gleich erledigt sein. Löscht diesen Stamm aus! So, ihr könnt auch schon mal runter. Mir nach, Männer! Jawohl, die sind geschlagen. Soldaten, nehmt die aber gleich alle mit ihr. Wie sollen wir siegen? Gar nicht. So, jetzt kriegt ihr auch runter. Bewegung! Sie fürchten die Macht Khatis. So, dann nehmt ihr mal hier die Straße ein. Im Namen Khatis. Bereit für den Kampf. Wahrscheinlich brauchen wir nur diese Seite hier. Ich glaube nicht, dass wir mit der anderen Seite noch angreifen müssen. So, ihr könnt Feuer frei mal wieder einschalten. Feuer frei. Das sind wirklich viele Bogenschützen. Tja, ich würde mal sagen, wir nehmen hier gleich den ersten Punkt ein. Geht mal dahin. Marschiert, Brüder! Es gibt keine Hoffnung mehr! Steinschleuderer dazu. Schwerter! Oh, da hinten kommt was. Im Namen Khatis. Okay, das war nicht viel. Die hat sich wieder entspannt. Können wir mal mit den Steinschleuderern ein bisschen draufballern. Straft die Räuber! Vorwärts, Marsch! Soldaten von Khati! Mir nach, Männer! Sie schießen auf uns! Ja, schön, oder? Lasst sie erzittern! So. Schwerter! Die ist gleich wieder erledigt. Dann könnt ihr erstmal weiter watscheln nach da. Marschiert, Brüder! Mir nach, Männer! Ach Mist, warte mal. Ja, er schießt was auf uns. Da. Ab auf die Bogenschützen. Los! Er macht die Straße dicht. Selbstverständlich! So, haben wir. Im Laufschritt! Ich werde hier nicht sterben. Stellt euch mal mit in den Kreis rein, hier. Bewegung! Was kommt da? Da kommt der General.
Leute, sterben Sie! Da kommt gar nichts. Wahre Krieger! Was ihr dagegen stellt, ihr auf die Bombenschützen. Zielt genau! Da marschiert immer da lang, wenn dann der General hier drauf kommt, dann können wir in die Flagge fallen. Da kommt noch eine Einheit. Zweimal Schildträger hat er dann da hinten noch. Wachmodus. Dein General ist gleich da. Schickt ihn in einen Hagelsturm. Der ist auf jeden Fall auch schon müde. Die sind außer Atem. Ich denke mal, die Bogenschützen waren nicht mehr lange. So, zack, auf die Flanke. Marschiert, Brüder! Marschiert, Brüder! Ja, meine sind zum Glück ausgeruht. Wir werden sie mit Leichtigkeit zerstören. Da blinken sie auch schon, die Bogenschützen. Soldaten von Khati! Im Namen Khatis! So, da der da mit den Schildträgern kommt, kommt übrigens die auch noch hier ran. Hier nach, Männer! Sterbt, ihr Narren! Soldaten von Khati! Ja, schnell noch den General erledigen, bevor die anderen da sind, am besten. Schwerter! Sie haben ihre Schleudern vergessen! Soldaten von Khati! Für Macht und Ruhe! Ich hab meine Stahlschleuder vergessen. Scheiße, die sind jetzt da reingelaufen. Nee, vorwärts, nee, nee, kommt mal wieder zurück hier. Mir nach, Männer! Da kommt die andere Truppe. Von ihren Bogenschützen fernhalten! Brecht was? Wieso? Die sind doch weg, oder nicht? Naja, die flüchten hier hinten. Das ist die andere Schildträger. Ah, jetzt kommt da mit der von hier. Nee, die flüchten auch. Wir haben sie in der Falle. Der hatte doch noch zwei, oder nicht? Der General ist auf jeden Fall erledigt. Ich Feuer frei nochmal aus. Zwischen die Augen zielen. Dann können wir hier weiter vorgehen. Wie gesagt, ich denke mal, ich brauche nur die Truppe hier. Disch. Bereit für den Kampf. Mal in den Grübschen. Vorwärts Marsch. Vorwärts Marsch. Im Namen Khatis. Feuer, Feuer, Feuer ein. Euer Ziel. Sie können uns nicht abwehren. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Siegpunkt. Da scheint er sich gerade hin zurückzuziehen. Ach Mist. Ah, das habe ich vergessen. Man muss ja eine in dem Kreis drin lassen. Schnell wieder zurück. Marschiert, Brüder! Und da ist auch schon der Sturm. Für Ruhm und Ehre! Bewegung! Das ist die. Dann macht ihr mal eine neue Gruppe. So schnell wir können! General ist wieder da. Pflichtbewusst! Hol euch der Tod! Ja, ich glaube, da reicht eine. Komm, nehmen wir nicht beide mit. Der Sieg erwartet uns! Wir sind auch schon wieder am Fliegen. Verliert keine Zeit! Husky.
der gehört auf jeden Fall wieder uns. Wenn er damit irgendwas kommt, stehen ja noch die Schleuderer da. Soldaten von Hati! Wir nach, und da weiter hier. Für Hati! Im Namen Hatis! Wir nach, Männer! Tja, hier könnte ich eigentlich auch so langsam vorher, hat ja nichts mehr da. Das war die und die, ne? Ja. Eine mal dahin. Eine mal dahin. Marschiert, Brüder! Sie sollten anfangen zu beten! Da kommen noch Bogenschützen! Die blinken aber schon. Kommen wir hier lang? Im Namen Hatis! Bewegung! Der hat sich nicht mehr entspannt. Soldaten von Hati! Bewegung! Na, bei denen ist noch nichts zu sehen. Ist ja irgendwie blinken oder so. Die Bogenschützen sind geschlagen. Pflichtbewusst. Dann ballert mal da drauf. Im Namen Hatis. So, die sind auf jeden Fall schon reinmarschiert. Dann könnt ihr das Belagerungsgerät auch weglassen. Wir nach, Männer. Ich glaube nicht, dass ich die noch brauche, aber ich lasse mal ein bisschen laufen. Können sie ein bisschen trainieren. Er flüchtet immer noch. Steine in die Luft, los! Zermeint sie! Ja, ihr beiden. Wahre Krieger! Und du gehst damit hinterher und ihr hört auf zu schießen. Beeilung! Vorwärts, fahr! Wahre Krieger! So, damit drauf. Den quetscht man hier an der Seite durch und dann dürfte es eigentlich erledigt sein. Schön dünn, an der Seite vorbei. Ja, den Punkt haben wir auch schon fast eingenommen. Die Hälfte ist gleich voll. Mir nach, Männer! Vorwärts, Marsch! So, aber jetzt sind wir da. Der letzte Angriff, oder müsste eigentlich Sieg stehen. Flüchten? Wir können nicht mehr! Ah, hier ist er echt nochmal hingekommen. Oh, ist gar nicht gesehen. Alter, was für ein Drecksack. Marschiert, Brüder! Meine schönen Steinschleuderer! Lalalala, ganz kurze Pause, ey. Immer noch da. Oh Mann, ey, da hätte ich besser aufpassen müssen. Ich Idiot. Du beackerst mal weiter. Die müssen ja dran. Du gehst auch mal damit rüber. Du übernimmst hier die Stellung. Und ihr nehmt mal alle den Punkt hier ein. So und so. Schade, schade, ey. Da habe ich echt viele verloren. Oh.
bewusst. Dieser Sturm. Zum Glück sind die schneller wie seine. Aber auch leider außer Atem. Soldaten von Khati! Sorry, Brüder, ich hab euch vergessen. Schneller jetzt! Im Laufschritt! Der machen wir Feuer frei lieber wieder an. Wir haben ihren Mut gebrochen! Im Namen Khatis! Bewegung! Da hat er so ein Hinterrücksmanöver gemacht. Wir kämpfen für Khati! Bewegung! Kommt jetzt aber irgendwie auch nicht mehr. Jetzt muss ich da extra wieder hinlaufen. Oh, dauert das alles so lange. Ich habe alles gegeben. Für Macht und Ruhm. Ja, könnt ihr mittlerweile auch wieder in einer Gruppe. So schnell wir können. Im Namen Khatis. Ist darum. Das ist unmöglich. Nur falls er nochmal wegrennt. Schicken wir da auch nochmal eine rum. Und mach mal ein bisschen schneller hier. Lässt ja nur noch die da vernichten. Drauf. Ist ja auch wieder normal. Ihr hört doch wieder auf. Marschiert, Brüder! Da ist der Sieg. Ah, komm, die gönne ich mir jetzt noch. Greift entschlossen an! Straf die Räuber! Können wir ein bisschen Erfahrung machen? Ruhm den 1000 Göttern! Nicht ganz die Hälfte der Leute verloren, ne? Die Stahlschleudereinheit. Scheiße, scheiße. Ja, der ist schon an uns vorbeigelaufen. Dann beenden wir das Gefecht. Wir haben unsere erste Stadt eingenommen. Allerdings bin ich mit mir selber ziemlich unzufrieden, dass ich diese Steinschleudereinheit da so alleine gelassen habe. Und da hat er ihn wieder gestreckt. Insgesamt ging es eigentlich, haben wir nur 33 Leute verloren. Aber ich denke mal, ein großer Teil von diesen 33 Leuten wird von dieser einen Steinschleudereinheit sein. Schade, schade. So, und ich will jetzt in der Provinz jetzt nicht zu viel Unruhe reinbringen. Deswegen werde ich die mal ausnahmsweise nur besetzen. Ich glaube, die Zufriedenheit ist jetzt schon relativ weit unten. Ja, das wieder bestrebt. Wunderbar. Wir denn wieder mal eine Waffe bekommen? Leider nicht. Fraktion vernichtet. Schade, schade. So, wir können jetzt mal in der Runde noch ziemlich viel machen, aber wir haben das Ende der Folge erreicht. Wie gesagt, checkt mal den Sound, wie er jetzt ist, ne? Ob ich wieder noch ein bisschen mehr anpassen muss. Sagt mir dann in den Kommentaren Bescheid. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und tschüss.